Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0 Euro Projekt in Gelderland. Genau. Jo. Wir starten jetzt erstmal den da, der kann und da schön weitermachen. Der bringt uns auch immer wieder ein bisschen Kohle in Kasse. Schauen wir mal nach der anderen. Der da lassen wir mal stehen. Der da drüben, der ist, glaube ich, fertig. Da habe ich, ja genau, da habe ich noch fertig gemacht. Mal zurück zum Shop fahren. Da bin ich fertig. Dann machen wir mit dem da weiter. Dann machen wir noch kurz Fahrgewende. Dann kann der nämlich halt Absetzer runter. Können wir den auch zurücknehmen? Da könnte die nämlich da schon anfangen schwade. Ich wollte nämlich mit dem Fan auf dem einen Feld anfangen schwade, aber der ist so schwach. Der fährt nur, glaube ich, 3 oder 4 km/h. Ich glaube, ein 724er, wo ich da habe, aber ja, der ist doch ein bisschen zu schwach. Ich weiß nicht warum. Ja, müssen wir es mal schauen. Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr? Meint ihr, wir können mit den wir können mit den 2 Aufträgen Geld machen, oder meint ihr, wir haben nachher noch mehr Schulden? Weil gut, ich muss jetzt noch viel. Ach, komme ich da am Baum vorbei? Ja. Ich muss jetzt nachher noch einiges selber machen, also Presse und Balle holen muss ich selber. Und in der Zeit kann ja der andere Arbeiter mit dem Case kann ja grobe Arbeiten weitermachen. Ja, dass da auch ein bisschen Geld reinkommt. Ich bin mal gespannt, das mit deinen mehreren Aufträgen zusammen annehmen. Ich glaube, das wird noch eine ganz wilde Aktion. Mal schauen, wie schnell wir da zum Geld kommen. Als nächstes möchte ich mir eine Biogasanlage kaufen, genau, dass wir die laufen lassen können. Die Silage ist schon fertig, Gerd. Aber wir haben kein Geld für Biogasanlage. 150.000 Euro müssen wir haben. Dann können wir die laufen lassen. Und danach möchte ich schauen, dass wir so schnell wie möglich Geld verdienen können für einen von deinen Betrieben. Das ist das eigentlich euch kurz auf der Schlagkartei. Der hat insgesamt 90 Tiere, und zwar ist das da könnte man sogar noch, wenn es sein muss, Güllegrube oder irgendwas bauen, da zwischendrin. Habe ich schon ausprobiert. Glaube, auf dem dieser Fleckle, da müssen wir noch einen Baum entfernen, dass man mit der Güllegrube in den Konflikt kommt. Die Mischgrube könnte man da zwischen reinsetzen und da Güllegrube, aber da müssen wir, glaube ich, noch einen Baum entfernen, habe ich schon geschaut. Ich glaube, das ist der Hof, wo ich dazu nehmen möchte, wo ich dann auch mit der kompletten Anzahl an Tiere bewirtschaften möchte. Ja, dann heißt es, wenn wir alle Tiere haben, 1 Million Euro verdienen. Aber ich bin mal gespannt, ob das Projekt in die Hose geht oder ob wir das schaffen. Ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht. Ich habe ja am Anfang gesagt, zu dem Projekt, mir dürfen denn am Schluss nur noch auf die Maschine habe. Aber das habe ich jetzt rausgenommen. Mir müsstet einfach nur der Betrieb mit alle Tiere bewirtschaften. Biogasanlage muss immer laufen und dann muss man eine Million Euro verdienen. Ob mir jetzt Maschine zurückgeben oder ob die Maschine uns Miete kostet oder ob mir die selber kaufen, spielt eigentlich keine Rolle. Das kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Die Miete kostet uns täglich was und ja, wenn wir es selber kaufen, das kostet uns halt einmal einen großen Betrag. Von dem her dachte ich, komm, ich mache das Projekt einfach ein bisschen einfacher. Ziel ist, die Biogasanlage muss immer laufen. Ja, heißt immer laufen. Sie muss laufen. Und wir müssen die komplette Anzahl an Tiere haben. Und jetzt bin ich schon wieder am Baum hängen geblieben. Und nochmal. Ah ja, okay. Wir müssen alle Tiere haben. Die Biogasanlage muss auch laufen. Und dann müssen wir eine Million Euro verdienen. Auf dem Projekt wird es jetzt nicht geben, dass ich da irgendwie Spielstand anpasse oder so. 0 Euro und dann ohne Easy Development irgendwas mache. Easy Development gibt es, ja gut, vielleicht mal irgendwo drüber fliegen oder so, ja, okay. Aber keinen Spielstand anpassen oder so, das gibt es bei mir nicht.
Und ja, das mit dem jetzt gerade am Baum hängen geblieben, das gibt es bei mir auch. Ich möchte auch das Projekt so realistisch wie möglich spielen. Jetzt ich da irgendwie quer durch Felder fahre oder keine Ahnung was mache, das gibt es bei mir nicht. Es ist ein einfaches Projekt, wo ich immer zwischen Maschinen hin und her springe. Die Maschine mal an den Shop bringen und dann die nächste holen oder so und dann wieder laufen lassen. Das ist eigentlich ja für mich ein einfaches Projekt, aber sonst möchte ich schon sehr realistisch bleiben. Es wird bei mir auch da ziemlich oft Kabinefahrt geben oder halt, dass ich in der Kabine fahre. Das wird es bei mir auch sehr oft geben. Ja, da möchte ich jetzt nicht irgendwie so unrealistisch machen oder sonst irgendwas. Ich habe gesehen, dass ich beim letzten Video schon wieder 2 Abonnenten mit dem 0-Euro-Projekt sammeln konnte. Das ist jetzt auch mal so Info an die neuen Abonnenten, die jetzt durch das Projekt dazugekommen sind. Ja, wie gesagt, da möchte ich auch realistisch bleiben. Allerdings, dass ich halt immer zwischen Maschine hin und her zapp und die laufen lasse, die vielleicht dann Shop fahre oder die mit dem Helfer laufen lasse. Mal gucken, vielleicht nehmen wir später mal noch Curseplay mit drauf, aber das sind ja so schöne viereckige Felder. Ich glaube, dass wir da überwiegend mit dem Helfer klarkommen. Bin mal gespannt, ob er da stehen bleibt. Jo, bleibt er. Jetzt dreht er wahrscheinlich um. Wie gesagt, es ist ein einfaches Projekt, aber ich denke mal, dass es auch für viele interessant ist. Ich möchte auf meinem Kanal breites Spektrum an Projekte mache. Eins super realistisch, der Gräbach. Und dann ein Rade, wo ich sehr viel baue und ja auch realistisch spielen möchte. Landersum, das geht auf groß mit Curseplay und Autodrive. 0-Euro Projekt, ja, das machen wir ganz auf einfach. Mit Helfer, ja gut, da gibt es kein Curseplay, wie gesagt, wenn wir überwiegend mit Helfer arbeiten. Das sind ja schöne eckige Felder. Ansonsten müssen wir halt trotzdem einen Curseplay nehmen. Ich glaube, den Curseplay habe ich auch mit drauf, muss ich schauen. Ja, und dann halt Rohstock Multiplayer. Da gibt es für euch jetzt nochmal ein Update. Ich weiß nicht, hat es das Update dann schon gegeben, bis ich das Video rausbringe oder nicht. Ja, da bin ich dann immer ein bisschen. Da mache ich immer ein bisschen Mischmasch. Das kann sein, ich bringe euch schon ein Projekt. Wo ich euch irgendwas sage, wo im anderen Projekt noch gar nicht ist. Ja, da muss ich ein bisschen wegkommen, dass ich euch da zu viel von anderen Projekten erzähle, wo vielleicht noch gar nicht passiert ist oder schon lang passiert ist oder so. Genau, auch Rohstock geht weiter, da gibt es die nächste Zeit oder es hat vielleicht schon ein Update gegeben, aber auch Rohstock geht weiter. Da konnte ich nämlich die letzte Zeit auch sehr viel Abonnenten sammeln. Eigentlich konnte ich die letzte Zeit mit allen Projekten immer wieder Abonnenten sammeln und das freut mich. Okay, das sieht so aus bei mir und jetzt nichts mehr. Ah doch, da am Strommasche da oben fällt doch nur die Hälfte. Genau. Fahren wir da kurz hoch und dann geht's weiter. Wir müssen ja die andere Maschine an Shop bringen. Der 724, der muss man ja an anderer laufen lassen. Das hat so keinen Wert. Der ist zu schwach. Da haben wir keine Chance. Der fährt mit, das wundert mich, der Schwader braucht doch keine 240 PS. Muss man nachher mal schauen. Ich schaue noch einmal kurz in die Informationen oder halt im Shop, was der an Leistung braucht. Weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Krone ein Seitenschwader, ich glaube ein Seitenschwader nennt er sich, der hat das Schwadtuch an der Seite, dass der 240 PS braucht. Ich meine, ich habe das über 24. Das kann nicht sein. Wir schauen nachher jetzt gleich nochmal. Wir setzen da jetzt kurz den Helfer. Hört schön gerade. Also Helfer, Abfahrt. Mach deine Arbeit, sonst kriegst du keinen Lohn. Okay. Schauen wir jetzt kurz im Shop. Das geht mir irgendwie jetzt gerade der Hals runter. Halt. Shop, 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 Shop. Shop, genau. Shop, Shop, Shop. Ach, die meisten Maschinen sind gemietet. Mehr Technik leider. Ach Mensch, das ist ja wieder mit dem Ding dabei, wo wir ausgeliehen haben. Ja komm, wir sind jetzt mit dem Kaiserschamm Grubere. Mit dem sind wir fertig, komm. Da
Das machen wir jetzt anders. Ich setze den Schwader da ab und dann soll der Case da weitermachen. Ich denke mal, dass der ein bisschen schneller unterwegs ist. Ja komm, wir setzen den da drüber ab am Straßenrand. Ja. Eieieiei, was machst du denn? Oh Leute, Grande Malheur. Ja, rauskommen, der hat ja, der hat doch nur Kraft. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade gesagt, dass da ein Grabe ist. Ja, komm, dann setzen wir da ab. Ja, da. Ne, nur absenken geht das auch. Wieso geht das nicht? Ja, komm, wir müssen so abkoppeln, müssen normalerweise auch gehen. Nein, das geht wieder nicht. Ja gut, dann müssen wir halt aufklappen. Ja, das finde ich ein bisschen blöd bei manchen Maschinen, dass die sich nur aufklappt, abhängen lassen. Aber normalerweise, ich glaube, dass der sich auch abkoppeln lässt, wenn er angehängt ist. Wenn er zuklappt ist. Ja, Maschinen sollte man auch auswählen. Warum lässt du dich nicht abkoppeln? Hä? Hab das manuelle Abkoppler rausgenommen. Schau. Hä? Ich hab doch beim letzten Projekt das manuelle Abkoppler rausgenommen. Und aber gerade schau, das kann doch gar nicht wahr sein. Warum übernimmt er mir immer wieder den Spielstand vom manuelles Abkoppler an, aus, Spiel speichern? Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Werden wir sehen beim nächsten Mal, ob es wieder so ist. Weil das kann doch gar nicht sein, wenn ich das so eingestellt habe und speichere, dass dann wieder der alte Spielstand drin ist. Ja halt die alte Einstellungen. Und den kurz abhängen. Weil es war nämlich letztes Mal auch schon so, da habe ich die genau, jetzt klappt's. Weil es war nämlich letztes Mal auch schon so, ich habe manuelle Abkopplung rausgenommen und nächstes Mal war es wieder drin. Dann dachte ich, hä, habe ich das jetzt vergessen oder wie? Okay, dann rennen wir kurz zurück. Ja, der müsste normalerweise die Arbeit besser machen. Der hat ja, der Magnum hat ja, glaube ich, um die 300 PS. Aber da bin ich jetzt nachher mal gespannt, wie der Einseitenschwader, wie der Helfer mit dem klarkommt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das für Aktionen gibt. Ein bisschen zurückfahren, nee, das passt so. Ja, das ist jetzt wieder so blöd am Rand. Ja gut, komm, probieren wir, das kriegen wir mit der Presse auch aufgesammelt. Helfer einstellen. Blut. Und du wartest jetzt. Ja. Ja, komm, schieben auf Seite, dann kann ich ihn. Ah, Leute, 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 heute Abend ist wieder Chaos pur. Mann, 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 Mann. Komm. Verhackt. Mann, es gibt doch gar nicht. Muss ich den anderen auch nochmal da ab?
Jupp. Pent ist auf Seite gestellt und jetzt machst du deine Arbeit, sonst gibt's Lohnkürzung. Okay, weiter geht's. Genau, der da, nee, der da und nee. Und nee und nee und der da und doch und nee. Genau. Nee, halt, der Fent nehmen wir jetzt zurück an Shop. Da hängen wir den Wender an. Bin ich gerade am überlegen, schafft er die Presse? Nee, das schafft er nicht. Ich glaube, da für die Presse nehmen wir den GCB und doch, komm, wir probieren es mit der Presse. Die Boni. Zuklappe. Ja, komm, wir probieren es mit dem GCB nachher. Halt, ich muss, glaube ich, in die Richtung. Kurz schaue, ich muss. Oh, Leute, wo sind wir? Wir sind jetzt, ja, da sind wir. Oh, das ist ein ordentlicher Schlag. Ja, genau, wir müssen darüber. Darunter. Ja, genau, da ist die Kreuzung. Das Feld. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte gerade gedacht, hä? Ja. Nee, halt. Wir müssen in die andere Richtung. Ah, Leute, heute Abend bin ich komplett verpeilt. Halt, ja, heute komme ich komplett durcheinander. Nee, da vorne ist doch schon der Maprand. Müssen wir in die andere Richtung. Und Kollege, kommst du an dem Baum vorbei oder machst du schon wieder Faxe da? Bin jetzt mal gespannt. Warten wir mal kurz. Oh, der dreht glaube ich um. Ja, der dreht um. Das ist auf. Wo sind wir denn jetzt da? Ja, genau, das ist auf dem Feld. Ja, da muss ich da hochfahren. Genau, da vorne ist der Shop. Genau. Ja, ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, aber ich habe das nicht mal hochgeladen, ich habe es nicht mal geschnitten. Schreibt es in die Kommentare, ich glaube, dass das normale Karte ist von der Größe her. Ich kann euch nochmal kurz die Schlagkartei zeigen. Ja, es gibt eigentlich nur eine normale Karte oder vierfach. Aber denkt ihr, dass das eine Vierfachkarte ist? Weil mir kommen die Fahrwege immer so wahnsinnig lang vor. Ja, ich krieg die doch. Ja doch, ich krieg sie gerade so drauf auf den Bildschirm. Oder schreibt mir Kommentare, gibt es Karte, die ein bisschen größer sind wie normal? Also mir kommt die Karte größer vor wie normal, aber kleiner wie vierfach. Weil von der Fahrwege her, das ist, ja, sind teilweise schon ordentliche Fahrwege dabei. Also ich bin vom Maprand zu Maprand bin ich locker 2 bis 3 Minuten unterwegs. Und das ist eigentlich auf einer normalen Karte nicht der Fall. Okay, setzen wir auch mal da ab. Ach Mensch, der klappt doch wieder aus. Komm, den setzen wir hinter ab. Drehen wir da an dem Container um. Zack, die Bohne. Stellen wir den da her. Können wir da ausklappen. Hopple. Zack, okay. Jetzt müssen wir als nächstes pressen. Ich lasse den Fan mal da stehen. Jetzt zappen wir mal zu der anderen Maschine. Ja, Robert, genau. Der ist am Schwarz. Oh, der macht schöne Schwade. Sauber. Genau. Oh, ja, der macht 2 Schwade auf einmal. Puh, das gibt richtig dicke Schwade. Gut, wir haben eine quaderbare Presse, brauchen wir mit ständig anhalten. Da können wir voll durchfahren. Von dem her, das ist dann gar kein Problem.
Mit dem sind wir fertig. Da muss ich gerade schauen, haben wir da was vergessen. Das ist, glaube auf dem Feld hier. Halt Gras einschalte. Zack. Ja, das ist auch richtig sauber gemacht, genau. Dann können wir da nämlich auch zurückfahren. Dann packen wir an den nachher gleich Ballepresse und dann geht's los mit Ballepresse. Nee, halt. Da müssen wir ja noch wenden. Ah ja, stimmt. Muss ich kurz aussteigen. Mal grad schauen. Ich glaube, das war auf dem Feld. Wo der Masch da war, genau. Da schauen wir kurz, ob der um den Masch und das alles jetzt schön gemacht hat. Sehen wir das von da? Nee, das ist ja meint. Komm, wir fahren kurz dorthin. Dann sehen wir ja, ob es schön geschwadet ist. Ansonsten soll das weitermachen. Oder halt komplett fertig machen. Komm, das machen wir auch noch kurz, wenn wir jetzt schon da sind. Einmal drüber. Zack, die Boni und fertig. Jo. Ja, ich glaube, das hat er auch gemacht. Dann müsste eigentlich jetzt alles geschwadet sein. Okay. Ja. Ja, super, das hat er gut gemacht. Also muss ich jetzt der Helfer mal loben. Ich habe da einmal ums Ding rum geschwadet, gewendet, einmal um den Masch rum. Dann glaube irgendwo da hinten auf der Höhe haben angesetzt. Ich glaube, der ist nur eine Bahn halbe in dem Masche zurückfahre und dann hat das noch fertig gemacht. Super. Ja, da kann ich mich jetzt nicht klagen. Also ich muss sagen, der Helfer hat sich zum LS19 einiges verbessert. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist, jo, da macht aus Schaffen mit Helfer Spaß. Da brauchen wir nämlich die ganze Zeit die große Programmierer vom Cosplay. Ja klar, Cosplay machen mal andere Arbeit wie der Helfer, aber es ist auch ganz okay. Okay, meine Freunde, dann sind wir fertig mit meinem nächsten Video. Dann würde ich sagen, ich bringe die ganze Maschine an. Hopp, da geht es jetzt weiter mit Schwade. Am anderen Feld sind wir schon bald fertig mit Schwade. Ja, zwei, drei Bahnen noch, sind wir fertig mit Schwade. Dann geht es da mit Presse weiter und auf der anderen Fläche dann nachher auch. Ja, das gibt dann noch die Arbeit. Ich schätze mal, da mache ich für euch auch nur ein, zwei Videos vom Ballepresse und vom Ballehole. Ja, dass ihr das auch einfach mal gesehen habt. Und dann schauen wir mal, was da auf dem Konto ist. Wir haben jetzt so 67.000 Euro auf dem Konto. Ich glaube, da kommt doch ordentlich was rüber. Vielleicht können wir uns schon Biogasanlage leisten, können wir die schon laufen lassen, wenn wir die drei Aufträge rüber vorbei haben. Schauen wir aber mal noch kurz in die Aufträge, die da mal kurz aktualisieren. Ne, ist nichts Neues dazu gekommen. Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir noch Ballepresse-Aufträge annehmen, obwohl ja. Bis ich das Video rausgebracht habe, sind wir schon wieder einiges Stück weiter. Ja, immer schauen, wie man es macht. Ja, ich habe jetzt da zwischendrin auch schon wieder mal, glaube zwei Videos, drei Videos, zwei Videos gemacht. Und bis das Video kommt, bin ich schon, weiß ich wo in dem Projekt, denke ich mal. Aber gut, die anderen Projekte laufen ja auch noch. Ja, nee, schreib es mal in die Kommentare. Ob wir auch noch Ballepresse-Aufträge machen sollen. Ihr seht ja dann, wie weit ich mit dem Projekt bin. Das kann ich euch jetzt sagen. Ich habe jetzt aktuell schon 7 oder 8 Videos bei YouTube fertig von verschiedenen Projekten. Aber ich möchte jetzt einfach ein bisschen Luft haben, weil die ganze Presserei nachher und das Ballesammeln, das kostet mich jetzt auch wieder ganz schön Zeit, wo ich eine Weile beschäftigt bin. Von dem her ist eigentlich ziemlich gut, wenn ich da immer ein bisschen Vorlauf habe bei YouTube mit den Videos. Okay, meine Freunde, wieder genug gelabert.
war das für die Folge. Der soll da weitermachen, da geht es da schon ans Presse. Am anderen Feld geht es weiter dann mit Schwade. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, like it, vergesst, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.